Lege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme nun dreimal tief in den Bauch ein und aus. Lasse deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Konzentriere dich dabei aufs Ein- und Ausatmen. So nutzt du den Atem, um deine Aufmerksamkeit nach innen zu lenken. Sollten Gedanken kommen, lasse sie wie Wolken vorbeiziehen. Halte nicht an ihnen fest. Erlaube dir, bei jeder Ausatmung alles loszulassen, was dich beschäftigt. Gib nach außen ab, was du nicht mehr brauchst. Begleite mich nun auf eine kleine Fantasiereise. Stell dir einen großen Garten vor. Alles ist grün und es blühen bunte Blumen. Es gibt viele Sträucher und Bäume. Die Sonne wärmt dich und du hörst die Vögel zwitschern. Auf der Wiese, in einiger Entfernung, entdeckst du ein spielendes Kind. Gehe zu diesem Kind hinüber. Und umso näher du kommst, wirst du sehen, dass du selbst dieses Kind bist. Dieses Kind sieht aus wie du. Früher. Setze dich dem Kind gegenüber und sieh ihm in die Augen. Umarme es, zieh es gern auf deinen Schoß, wenn du magst, und verharre in dieser Umarmung. Spüre die Wärme. Spüre die Liebe. Spüre den Zusammenhalt. Und dann teile dem inneren Kind von dir etwas mit. Sag ihm: Ich liebe dich. Du bist genau richtig, so wie du bist. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Du bist wunderschön. Du kannst alles schaffen. Verharre in der Umarmung mit deinem Kind, solange du möchtest, solange es sich gut anfühlt. Schenk ihm deine Liebe. Nichts anderes zählt jetzt. Nur die Liebe zu dir selbst. Und dann verbringt gern noch ein wenig Zeit miteinander. Umarmt euch weiter, spielt miteinander, geht spazieren, tanzt, egal, auf was du Lust hast. Verlasse dann das Kind wieder, in Liebe. Freu dich auf ein baldiges Wiedersehen. Komm zurück in diese Welt. Kehre zurück aus deinem Garten. Bewege dazu deine Füße und deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Komm zurück in den Raum, in dem du dich befindest.
Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne deine Augen und spüre der positiven Energie nach. Spüre die Liebe. Genieße für einen Moment noch die Entspannung und kehre dann in deinen Alltag zurück.